Timo Werner rechnet ab. Der Stürmer hat sich beim FC Chelsea von seinem Ex-Trainer Thomas Tuchel unfair behandelt gefühlt. Das erklärte er gegenüber der Sun. Demnach habe er zurück nach Leipzig gehen müssen, um, Zitat, wieder Spaß zu haben. Der 26-Jährige fühlte sich nach dem Champions League-Sieg 2021 nicht genug geehrt. Zitat, dann wird das alles vom Trainer ein bisschen vergessen. Es war nicht wirklich fair. Der schwierigste Moment für ihn sei aber die Verpflichtung von Romelu Lukaku für rund 120 Millionen Euro gewesen, denn da sei klar gewesen, der muss immer spielen. Der Stürmer betonte aber auch, dass es kein böses Blut mit Tuchel gegeben habe und kritisierte seine eigenen Leistungen. Von außen sei es einfach gewesen, ihn zum Sündenbock zu machen, sei es von Medien oder von Trainern. Eine Sache hebt er aber trotzdem noch positiv hervor und das sind die Fans. Die hätten ihn nämlich immer unterstützt.